Schönen guten Abend allerseits. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und auch hören. Ich bin jetzt in meinem ersten Live-Video online. Schönen guten Abend. Sonst noch jemand da? Aha, okay. Diejenigen, die das jetzt sehen, können mir mal kurz sagen, ob sie mich hören und sehen. Wenn ihr mich nicht hört, könnt ihr es natürlich nicht sagen. Ich bin da immer so ein bisschen, weiß auch nicht, sonderbar, weil ich nicht weiß, ob es funktioniert. Ich sehe hier irgend so einen Ausschlag. Ah, sehr gut. Robert Corvus, schönen guten Abend. Bisschen leise, Bild funktioniert, das ist schon mal sehr gut. Kann ich das irgendwie lauter machen? Ich versuche, geht das irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Moment. Ich kann natürlich noch näher ans Mikrofon dran gehen, aber da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Ich regle jetzt mal den Ausschlag noch ein bisschen hoch. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu laut, aber ihr könnt mir das ja irgendwie sagen. So, also der erste Creepy Creatures Reviews Livestream ist jetzt am Laufen. Ich habe gestern schon gesagt, ich bin jetzt einfach mal dafür da, eure Fragen zu beantworten. Der liebe Herr Corvus hat schon angedroht, mit den bösartigsten, bissigsten Fragen zu kommen. Und jetzt hat er keine einzige gestellt. Dann schieß halt auch mal los, Herr Corvus. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Wo sind deine investigativen Fragen? Gut, alles klar. So, wer ist denn jetzt sonst noch alles da? Ich schaue mal. René Deta, hallo. Senf dazu, Ingo, Dave ist da. Georg Bruckmann, oh Gott, geht immer schneller. Dennis K., Litera, ach komm, lange nicht mehr gesehen und gehört. Anna Katharina Gamse Arnold oder auch einfach Gamse Mario, schönen guten Tag. Chrissy ist auch da, wunderbar. So, jetzt hat hier Herr Corvus eine Frage gestellt. Mal angenommen, ich wüsste, dass ich nächste Woche sterbe. Gibt es einen Roman, dessen Lektüre du mir empfehlen würdest, um mich auf die Reise ins große Unbekannte vorzubereiten? Das ist eine ziemlich gute Frage, lieber Robert Corvus. Ich lese solche Lektüre nicht, ich kann es irgendwie schlecht sagen. Wenn ich was wählen würde, würde ich irgendwas aussuchen, was einen versöhnlichen Ton hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde dir nicht die Hütte empfehlen. Ansonsten mit solcher Literatur, die einen positiv stimmt, wenn das Schlimme bevorsteht, kann ich ganz schwierig sagen. Ich würde irgendwas Schönes sehen. Weißt du was? Lies Ronja Räubertochter. Das ist was Schönes. Wahrscheinlich nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber das würde ich empfehlen. Was sagst du denn dazu? Alles klar. Oh, Thorsten ist auch da. Hallo Thorsten, Sarah ist da, Ruth und Betty Bu. Schönen guten Abend allerseits. Ja, weiß ich nicht. Was ist das jetzt für eine Frage gewesen, Robert? Hat dich das, war das ungefähr das, was du erwartet hast? Oder hattest du jetzt einen konkreten Titel? Okay. Chrissy schreibt, ich denke, das geht an Robert Corvus, noch einmal der dunkle Turm durchlesen, bevor es nicht mehr geht. Ja, das würde auch gehen. Okay, weitere Fragen von euch, sonst musste ich jetzt hier irgendwie anfangen zu improvisieren. Dazu fällt mir irgendwie gerade nichts ein. Ah, Nikodem ist auch da, schönen guten Abend. Vielleicht habt ihr irgendwelche Fragen, die nicht direkt mit Büchern zu tun haben oder vielleicht auch doch, das könnt ihr frei entscheiden. Ein paar von euch, also viele, die jetzt hier sind, habe ich ja auch schon mal gesehen. Wortfieber, hallo, guten Abend. Ja, okay, alles klar. Boah, das ist ganz schön viel, so viel habe ich jetzt gar nicht erwartet. Fragt mir Fragen. So, jetzt schreibt Robert hier, wenn es sich nicht lohnt, das Buch in meiner letzten Woche zu lesen, wieso sollte ich es dann jetzt lesen? Wieso ist es besser, jetzt eine Woche Lesezeit zu verschwenden als meine letzte Woche? Oh, Hilfe, das sind ja... es ist eine Frage nach dem literarischen Gehalt eines Buches. Das ist eine ganz individuelle Sache, die kann man nicht für andere beantworten, finde ich. Und es kommt auch darauf an, was du als literarisches Gehalt ansiehst. Du kannst natürlich dich auch hinsetzen und sagen, du liest jetzt nochmal Kafka, weil das hohen literarischen Wert hat oder irgendwie guten literarischen Wert. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde, der literarische Wert bemisst sich nicht allein an einer schwierigen oder hohen literarischen Sprache. Das muss auch jeder für sich selber definieren. Schwierig. Torben Emich schreibt, wer wird Weltmeister? Weiß ich nicht. Ist gerade irgendeine WM? Habe ich irgendwie nicht mitbekommen. René Deta fragt, was würdest du nie lesen? Kann ich dir direkt sagen, Romantic Fantasy würde ich nie lesen.
weil es mich überhaupt gar nicht interessiert und deshalb würde ich nie ein Buch davon in die Hand nehmen. Ja, ist schwierig. Das ist auch eine Fangfrage wahrscheinlich. Jetzt. Ich glaube, sowas lese ich einfach nicht. Ich habe das tatsächlich mal probiert. Ich habe auch diese Horror-Extrem-Sachen probiert, die auch so in die Sache Pornografie und so gehen. Das sind auch so Sachen, da halte ich mich fern von, weil es mir irgendwie gar nicht gefällt. Dave fragt, schon was von Clive Barker gelesen? Und wenn ja, wie findest du seine Geschichten? Das mit dieser Webwelt, ich komme jetzt nicht mehr auf den Titel, das habe ich gelesen, das fand ich sehr, sehr spannend und sehr eindrucksvoll. Ich habe was anderes mal angefangen, weiß den Titel aber nicht mehr, da bin ich nicht mit zurechtgekommen, das weiß ich nicht. Ich kenne nur die Verfilmung von, ach Gott, wie heißt das mit den Stacheln, das war auch überhaupt gar nicht meins. Ist ganz schwierig, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so nah an mir dran ist. Hier noch, du liest doch sicher auch Lovecraft. Kannst du ein Buch explizit empfehlen, womit man da anfangen sollte? Ich lese sehr, sehr wenig Lovecraft, muss ich sagen. Ich glaube, Schatten über Innsmouth würde ich als erstes empfehlen. Das war die für mich am besten funktionierende Geschichte. Ansonsten bin ich kein großer Lovecraft-Fan, weil ich damit irgendwie meine Probleme habe. Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, aber Innsmouth hat mir ganz gut gefallen. Toto fragt genau dasselbe. Ich habe noch nie Lovecraft gelesen. Womit muss ich anfangen? Thorsten, du musst mit gar nichts anfangen und du musst auch Lovecraft nicht lesen. Lovecraft wird gehypt, weil er einer der ersten waren, die so ein allumfassendes Universum für sich kreiert haben. Und da steht ihm auf jeden Fall ein Platz in den Annalen der Horrorliteratur zu. Ich finde ihn trotzdem schwierig. Ja, genau. Sarah und Thorsten, ihr habt dieselbe Frage. Also Schatten über Innsmouth hat mir gut gefallen. Es gibt noch eine Sammlung von Kurzgeschichten. Da sind einige dabei, die sind gut, andere, die sind völlig wirr. Mit diesen Kurzgeschichtenbänden, die man auch gebraucht bekommt, ich habe irgendwas aus dem Suhrkamp Verlag, da sind viele Geschichten drin und das bietet vielleicht auch eine ganz gute Bandbreite. Da war nur sehr viel dabei, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat. Hellraiser, danke Dave, genau. Hellraiser, das meinte ich, das habe ich gesehen, habe ich nichts mit anfangen können. Schön, danke Robert, dass du mir bei Schatten über Innsmouth zustimmst. Was hältst du von Douglas Adams Büchern? Ganz ehrlich, nichts. Ich habe es versucht. Genauso wie Terry Pratchett komme ich mit diesem in jedem Satz brodelnden Humor überhaupt nicht zurecht. Ist überhaupt nicht mein Ding. Total schade, weil ich habe die erste BBC-Verfilmung von Douglas Adams, Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, gesehen und fand das toll. Auch den Film, der jetzt vor ein paar Jahren, wahrscheinlich schon wieder länger hier rauskam, habe ich auch gesehen, hat mir auch gut gefallen. Das Buch, ich konnte nichts damit anfangen, ist einfach gar nicht meins. So, Betty fragt, hast du jemals Rollenspiele gespielt? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe es mal versucht, aber ich nach 5 Minuten abgebrochen. Welchen etablierten Horrorschriftsteller magst du gar nicht lesen? Da muss ich jetzt überlegen. Ich glaube Kunz. Mit Kunz, das habe ich einmal versucht. Bin ich nicht mit zurechtgekommen. Ich habe ein Buch mich durchgekämpft und habe da seitdem nichts mehr von gelesen, was mich gar nicht interessiert hat. Das geht ja hier ab, ey. Gibt es einen, der Fall Dexter Ward? Waveworld, Ingo, genau, Gier. Das war das, was ich meinte. Vielen Dank. Gibt es einen historischen Roman, der dir besonders gefallen hat? Wenn ich jetzt versucht zu sagen, die blaue Auferstehung, weiß ich, ob man das als historischen Roman sehen kann. Es ist ja ein Zombie-Roman, der im Mittelalter spielt. Ja, ich glaube, das würde mir so einfallen. Ich bin so diese Isabel Allende-Bücher oder diese großen von, die ganzen Namen von den Schriftstellern, wie heißt der noch? Dings halt, kenne ich mich zu wenig mit aus, mit historischen Romanen. Aber wenn du einen historischen Zombie-Roman lesen möchtest, empfehle ich dir die Blaue Auferstehung. Toto. China Mieville fragt Toka, danke, dass du mich darauf hinweist. Ich habe ein Buch hier liegen und aus irgendeinem Grund habe ich es noch nicht angefangen. Mein Sub besteht nur aus 7 Büchern, aber eines davon ist dieses von, wie spricht man es eigentlich wirklich aus? China Mieville, ich weiß es nicht. Ich habe es aber immer irgendwie auf der Agenda noch nicht geschafft. Also Toka, danke, dass du mich darauf hinweist. Das möchte ich echt mal versuchen.
Magst du Hörbücher, Hörspiele? Wenn ja, welche? Ich höre Bücher ganz, ganz selten. Das Einzige, an das ich mich jetzt in letzter Zeit erinnern kann, war Mile 81, glaube ich, von Stephen King, gelesen von der Schauspielerin, die auch bei dem Münster-Tatort mitspielt. Das hat mir tatsächlich gut gefallen. Ansonsten ganz wenig. Fällt mir natürlich auch wieder die Blaue Auferstehung, das Hörbuch, ein. Das habe ich auch selber gesprochen. Da habe ich es auch ungefähr 14,4 Milliarden Mal gehört. Todd Ward, 1000, sagt, ich komme mit S von King als Buch nicht klar. Das zieht sich und ist so ausschweifend. Hast du es gelesen? Was hältst du davon? Also Todd Ward, das kann ich nachvollziehen. Es ist ein dicker, fetter Wälzer und du bist nicht der Einzige, der mit S nicht zurechtkommt. Ich muss sagen, ich mochte es sehr. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, Stephen King ist mir in manchen Büchern, und das ist ja nicht das Einzige, was so ausschweifend ist, ist mir einfach zu viel und ist mir zu lange. Kann ich gut nachvollziehen. Mir persönlich hat das gefallen, aber es ist auch jedes Mal bei jedem dieser dicken Wälzer so, dass es anders ist. Ich habe jetzt gerade ein Buch, was morgen schriftlich rezensiert wird, New York 2140, hat auch 800 Seiten, bin ich überhaupt nicht mit zurechtgekommen. Von demselben Schriftsteller habe ich Aurora gelesen, Kim Stanley Robinson, hatte genauso viele Seiten, fand ich super. Ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob du andere Bücher von King gelesen hast, die dir besser gefallen haben. Ich kann auch da nur sagen, auch wenn alle anderen es toll finden, du findest es nicht toll, ist das absolut in Ordnung. Da gibt es keine Pflicht. Das ist nicht schlimm und du bist nicht der Einzige. Hast du eine literarische Schwäche, fragt Chrissy, die gänzlich jenseits deines typischen Geschmacks liegt und die dir etwas unangenehm ist? Oh, habe ich sowas? Ich wüsste nicht, nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich denke mal nach. Fällt mir jetzt nichts ein. Wortfieber. Welches ist das gruseligste Buch, das du je gelesen hast? Ach du lieber Himmel. Ich kann das aus dem Lameng aus der Hand, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also was ich sehr, sehr gruselig fand, war Fritz Leibers Hexenvolk, aber ich glaube, das findet auch nicht jeder gruselig. Ich fand Friedhof der Kuscheltiere unglaublich gruselig. Und Heimsuchung von Oliver Susami, da gab es Szenen drin, die fand ich so gruselig. Gebibbert. Das geht hier unheimlich schnell. Ich weiß nicht, ob ich alles mitkriege. Jetzt Wortfehler, ich meine, René, was hältst du von klassischen Schauergeschichten wie die Legende von Sleepy Hollow? Ich mag sowas, aber nur, wenn die Sprache leicht oder verständlich ist. Also diese alten, verschwurbelten, sage ich das jetzt mal böse, Sprachen mag ich nicht so. So wenn das so bei Bram Stokers Dracula ist. So, das geht noch. Ich fand zum Beispiel Frankenstein teilweise schon, auch durch diese philosophischen Ansätze, das war mir schon fast wieder zu viel. Okay, René Fehringer schreibt, hast du die Hexerreihe von Wolfgang Holbein gelesen? Und wenn ja, wie findest du sie? Nein, habe ich nicht gelesen, tatsächlich. Soll ich das mal machen? Ist das Empfehlung? Okay. Chrissy, also unterhältst du jetzt mit Thorsten, alles klar. Das würde Anja auch fragen, sagt Dave. Ja, stimmt. Anja fragt, also Anja von Annie's Books fragt auch immer, was ist das gruseligste Horrorbuch? Das ist ganz schwierig. Ich glaube, ich habe damals, als sie mich das gefragt hat, auch gesagt, Fritz Leiber, Hexenvolk. Aber da muss ich dazu sagen, ich glaube, das findet nicht jeder gruselig. Rotfuchs schreibt, was machst du gegen eine Leseflaute? Das ist auch eine sehr gute Frage. Wenn ich merke, dass ich keine Lust habe oder es mich nicht irgendwie packt und ich nicht lesen will, lese ich einfach nicht. Das ist relativ blöde Antwort, aber es ist die Wahrheit. Allerdings passiert das mir nur ganz, ganz selten. Und wenn, dann meistens, wenn mir ein Buch nicht gefällt. Also wenn ich merke, ich kämpfe mich durch so ein Buch durch und dann habe ich doch nicht so Lust und dann nehme ich es halt mal doch nicht zur Hand, dann lasse ich es. Aber so eine echte Flaute, dass ich sage, ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr zu lesen, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, muss ich sagen. Chrissy schreibt, oh, das lese ich gerade, geht wahrscheinlich an Thorsten. Susami ist einfach genial, sagt Dennis K. Das wird sich der Oliver bestimmt freuen zu hören. Ich finde ihn auch toll. Ich lese ihn unheimlich gern. Ich habe mir gerade Vierter Stock Herbsthaus von Oliver Susami gekauft. Habe ich noch nicht gelesen. Kenne ich auch noch nicht. Ich finde ihn auch super schön, Dennis, dass dir da auch gefällt. Üff liest, was ist denn Üff? Wahrscheinlich Yves, wie auch immer. Üff liest, wie kamst du zum Hörbuch einsprechen? Oh, weia, okay. Ich hatte das Buch
Frank Martin gelesen und fand es lustig. Und Frank hatte auf seinem Facebook-Profil, boah, ich muss kurz was trinken, so einen eigenen kleinen Versuch gestartet. Ich lese jetzt mal mein eigenes Buch. Das hatte ich gesehen und gehört und habe dann geschrieben, ich glaube, ich habe geschrieben, ist irgendwie die Tonqualität ist kacke, mach das doch mal anders oder was weiß ich, keine Ahnung. Und das hat Frank so verstanden, dass ich das machen will. Und dann haben wir uns mal getroffen. Gott sei Dank wohnen wir relativ nah beieinander. Ich wohne in Bonn, der Frank wohnt ein bisschen weiter außerhalb. Und ich habe gedacht, ich versuche das mal. Das war eine mega Arbeit und das hat am Anfang auch schlecht funktioniert. Ich bin auch kein Profi und die Rezensionen, die negativ sind und sagen, der Sprecher ist kein Profi, denen kann ich nur sagen, es stimmt, ich bin kein Profi. Das war für den Frank, oder bin ich ihm auch sehr dankbar für, charmant und ihm hat das so gefallen. Und das hat mich sehr gefreut. Es war einfach ein purer Zufall. Ja. Extra One Hard Hip-Hop, yo. Frage, gibt es Bücher, die ähnlich sind wie Folgen von Black Mirror? Das ist eine super Frage. Wenn du darauf eine Antwort hast, sag mir die bitte. Wüsste ich nicht. Black Mirror war großartig und genial. Siehst du offenbar auch so. Bücher, die Sammlungen sind von Geschichten, die unterschiedlich, ganz unterschiedlich sind, aber alle so denselben, dieselbe Kernthematik hat, wüsste ich jetzt auch nicht. Es gibt immer wieder Anthologien, zum Beispiel Boschs Vermächtnis, aber das hat nichts mit Black Mirror zu tun. Super Frage. Wenn du da eine Antwort hast, ohne Scheiß, schreib mir die. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Elektrohexe, guten Abend. Ja, ich wünsche auch einen guten Abend. Mario Piechotta, welche Atmosphäre magst du? Meinst wahrscheinlich in Büchern. Ich mag das dunkle, unterschwellige Gruseln unheimlich gerne, wenn es irgendwie so ganz leicht rauscht. Und wenn man so ein bisschen denkt, oder wenn man so ein bisschen drauf wartet, wenn man gespannt drauf wartet und denkt, jeden Moment ist es soweit. Das mag ich unheimlich gerne. Ich mag auch das Dystopische an Science-Fiction-Büchern, dieses, der große Schlag im Prinzip ist passiert und jetzt müssen wir uns aufrappeln und sind immer noch gelähmt davon, dass die Welt nicht mehr existiert. Das sind Atmosphären, die ich sehr, sehr gerne mag. Auch Dichte, eben düster, gruselig, nicht unbedingt blutig, das muss es nicht sein. Es sind immer mehr. Thorsten schreibt, es gibt keine Leseflaut, nur eine Zeit, in der man nicht liest, das stimmt. Hörbuch, Print oder E-Book, für dich alles gleichwertig? Fragt Todward. Nein, für mich steht das Printbuch immer ganz oben. Ich bin ja schon relativ alt, ich habe immer Printbücher gelesen und für mich sind Printbücher immer länger im Gedächtnis als E-Books und Hörbücher, wie gesagt, lese ich oder höre ich praktisch nie, ganz, ganz selten. Printbücher haben einfach diese Haptik und du hast das in der Hand und du hast das physisch in der Hand, du hast das Cover vor dir und du hast das Cover vor dir und du hast das, es bleibt für mich persönlich besser im Gedächtnis. Rotfuchs, Herbsthaus fand ich auch super, genauso wie S3 und Heimsuchung. Das ist schön. Das sind auch drei, die mir sehr gut gefallen haben. Es kommt nächstes Jahr, glaube ich, was von Oliver wieder raus. Robert Corvus, welchen Anspruch hast du an dich selbst als Buchkritiker? Möchtest du etwas Allgemeingültiges entdecken oder reicht es dir, deine eigene Meinung darzustellen? Schöne Frage, Robert. Es reicht mir nicht, meine eigene Meinung darzustellen, aber meine eigene Meinung ist für mich als persönlicher kleiner Rezensent das Wichtigste. Ich versuche immer in einem Buch auch das zu finden, was vielleicht alle faszinieren könnte oder was für alle interessant sein könnte. Aber klar ist jede Rezension von mir eine persönliche und ganz private Meinung. Trotzdem heißt das nicht, dass wenn ich zum Beispiel sage, ich finde ein Buch nicht gut, dann versuche ich immer zu sagen, ich finde das Buch nicht gut und nie das Buch ist nie gut. Vielleicht war das irgendwie ungefähr das, was du meintest. Ich versuche immer herauszufinden, gerade bei Büchern, die mir nicht gefallen, warum der Autor das geschrieben hat und wieso er es so geschrieben hat. Irgendwas im Hals. Ich hoffe, das reicht dir jetzt so ein bisschen. Da sind unheimlich viele. Super gruselig war Geisterfjord, ohne ganz blutig zu sein. Ich habe es nicht gelesen, muss ich sagen. Ich habe es mir nicht gekauft, weiß auch nicht. Ich habe mit skandinavischen Autoren manchmal so ein bisschen ein Problem, obwohl ich auch von John Ajvide Lindqvist Bücher gelesen habe, die ich toll fand. Vielleicht soll ich mir dieses Geisterfjord mal merken. Ja. Wenn ich so das Poster von Havarius Opal hinter dir sehe, welcher Walter Mörs Roman ist dein Liebster? Das ist jetzt eine ganz blöde Antwort, aber es ist die Stadt der träumenden Bücher. Für mich ist dieses Buch
unerreicht. Ich mag auch den Schrecksenmeister sehr gerne und Rumo oder die Wunder im Dunkeln. Aber die Stadt der träumenden Bücher, für mich hat sich Walter Moers mit diesem Buch tatsächlich ein bisschen unsterblich gemacht, muss ich sagen. Hast du eigentlich Swan's Song gelesen? Oh nee, Thorsten, hast du mir empfohlen, ne? Habe ich nicht gelesen. Ne? Ist da hinten steht's. Ich habe es noch nicht gelesen, nee. Nochmal René Fähringer, ich suche im Moment nach Büchern, Schriftstellern, die in Richtung Lovecraft Horror gehen. Hättest du da eventuell Empfehlungen? Oh, René, ich fürchte, nein, ich kenne mich damit zu wenig aus. Ich weiß nicht, meinst du das Okkulte oder meinst du dieses Altertümliche? Das weiß ich jetzt nicht. Kenne ich mich nicht so richtig gut mit aus. Chrissy schreibt, du und dein Altersproblem. Ja, ja. relativ alt, schreibt Üff. Üff, kannst du mir mal sagen, wie man dich wirklich ausspricht? Ja. Relativ alt, jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Ich bin noch keine 40, aber kurz davor. Michael Preissel. Michael, grüß dich. Schön, dass du auch dabei bist. Wortfieber. Wo hast du das Bild hinter dir gekauft? Finde ich echt toll. Ich muss sagen, das habe ich nicht gekauft. Das war ein Geschenk von Walter Moers. Und da bin ich unheimlich dankbar drüber. Er hat es mir geschenkt nach dem Interview oder nach der Rezension. Deshalb hängt es da auch. Es ist auch signiert. Signiert ist bei dem... Da ist es signiert. Ja. Toto, wo, sieht nach Moers aus, genau. Alles wieder im Lot, huhu. Walter Moers, ja, Litera. Ramona, ich glaube, wir mögen den beide. Ich habe jetzt auf der Buchmesse von jemandem gehört, der gesagt hat, ich verstehe nicht, warum du das letzte Buch so toll fandest, aber mir hat es tatsächlich gut gefallen. Mir hat es nicht ganz so großartig gefallen wie andere, aber ich mochte auch den Nachtmahr und ich mochte das Buch auch. D, oder was ist das? Ist ja auch geil, dieses Schwarze da. Lese ich gerade. Also die Stadt der träumenden Bücher. Sehr schön. Lese es brav zu Ende und dann lese es nochmal. Es ist großartig. Man kann es dreimal hintereinander lesen, finde ich. Hast du schon das neue Buch von Oliver Susami gelesen? Alles über Frau Dohle habe ich. Durfte ich als Testleser lesen und es hat mich umgehauen. Es ist nicht keine Fantastik. Es hat nicht ein einziges fantastisches Element, aber das Buch ist der Hammer. Für mich ist es absolute Oberhammer. Es ist ein super, super geiles Buch. Moers verschenkt Bilder. Wow. Ja, Thorsten, ich bin auch wirklich demütig, dass ich das Geschenk bekommen habe. Es gehört genauso wie Bücher, einige Bücher von Walter Moers zu meinem, weil es auch signiert ist, zu meinen liebsten Schätzen, muss ich sagen. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. René, ich meine das so in Richtung unterschwelliger Horror, nicht so viel Action mit okkulten Elementen. Da sage ich direkt nochmal aus der Edition Fantasia, Fritz Leiber mit Hexenvolk. Das ist sehr, sehr unterschwellig. Wo ist es noch unterschwellig, der Grusel? Auch da, Gott, das ist jetzt alles so direkt. Was fällt mir da noch ein? Müsste ich überlegen. Sonst schreibt mir eine E-Mail, ich muss länger darüber nachdenken. Ich kann das jetzt so schnell alles irgendwie nicht. Aber versuch mal den Fritz Leiber mit Hexenvolk zu bekommen. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Wie sieht es mit Auslöschung aus? Bereits gelesen, von der Verfilmung hattest du abgeraten. Ja, das Buch habe ich gelesen. Das Buch hat mir, also es geht, das fragt Gamse, Auslöschung von Jeff Vandermeer. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe nur den ersten Teil gelesen, nicht die beiden Folgeteile. Und der erste Teil war toll, hat mir gut gefallen. Ich mag Jeff Vandermeer, der hat ja sowas Kafkaeskes, durchgeknalltes, albtraumhaftes. Das Buch ist schön, der Film ist bildlich schön, aber hat mich nicht so gepackt. Habe Auslöschung auch hier liegen, sagt Dave. Ja, liest es. Das ist ein cooles Buch. Ich find's super. Lese gerade die Dunkle Turmreihe von Stephen King zum ersten Mal. Bin zu zwei Drittel mit dem Band 3 fertig. Ich habe es nicht gelesen. Es hat mich abgeschreckt wegen der Dicke. Ich muss es ehrlich gestehen. Schaust du eigentlich auch Filme und Serien im Bereich Fantastik? Ja, wo es möglich, fragt Chrissy, wo es möglich ist. Eben wurde schon mal erwähnt, Black Mirror, das ist somit eines der Highlights, die finde ich großartig. Akte X fand ich nicht ganz so geil. Und bei richtig guten, fantastischen Filmen habe ich lange, lange nichts mehr gesehen. Ich weiß auch nicht. Die neue S-Verfilmung, den ersten Teil, fand ich super. Und It Follows, das ist auch so ein Grusel-Horrorfilm, den fand ich auch super. Der Mann in Schwarz, höre gerade den dritten Teil und bekomme immer noch Gänsehaut. Okay, kenne ich jetzt nicht.
Hast recht mit dem Nachtmahl. Ich sehe ich ähnlich. Hast du den schon Lost Souls von Thomas Finn gelesen? Hat mir extrem gut gefallen, weil, wie bisher alle seine Bücher, die ich gelesen habe. Ja, Ramona. Ich habe Lost Souls noch nicht gelesen. Ich habe von Tom Finn Weißer Schrecken gelesen und ich hab's nicht mit Titeln einfach. Und das, was, glaube ich, letztes Jahr rauskam, das hat mir nicht so gut gefallen. Und bei Lost Souls hat mir der Klappentext nicht so richtig gefallen. Habe ich bisher einfach noch nicht gemacht. Ich fand Weißer Schrecken großartig. Übrigens, wer hat das vorhin gefragt? Soll ich nochmal nachschauen? Unterschwelliger Grusel, Weißer Schrecken von Thomas Finn. Das wäre auch ein deutscher Autor, fand ich sehr gut. Und überhaupt, was ich jetzt, glaube ich, bei allem immer ständig empfehlen könnte, ist Quendel von Caroline Ronnefeld. Für mich war es einfach großartig. Meine absolute Liebe, Alles dient dem Turm. Achso, das habe ich halt nicht gelesen. Bücher mit unterschwelligem Horror wäre doch mal was für ein Video. Stimmt, René. Das ist eine sehr gute Idee. Warte mal, ich schreibe mir das mal direkt auf. Bücher, ein Film, René, sag mal, ein Film mit Büchern über unterschwelligen Horror. Das ist eine super Idee. Ich muss jetzt schreiben. So, okay. Thorsten hat Quendel gekauft. Ich war sogar dabei. Ich durfte dabei sein, als Thorsten Quendel gekauft hat. Freut mich sehr. Ramona liest Quendel gerade. Sag mir doch mal oder schreib mir doch mal, wie du es findest. Ob du auch so toll fandest wie ich. Ich habe bisher nur Positives gehört, aber vielleicht gibt es ja Leute, die es nicht gut finden. Extra One Hard Hip Hop. Hör mal, Extra One Hard Hip Hop ist ja auf dem richtigen Kanal. Hier geht es irgendwie nicht um Hip Hop. Ist schön, dass du da bist. Hast du die Serie Westworld geschaut? Leider gibt es auch keine Bücher dazu. Nee, ich kenne aber den Film, den Originalfilm mit Yul Brynner, Westworld. Die Serie habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wieso habe ich die eigentlich nicht gesehen? Ich weiß nicht. Jenny, offenbar hast du jemanden gefunden, hat dein Mann sich um deine Kinder kümmert. Hat jemand einen Tipp für mich in Richtung Passage-Trilogie? Ich bin beim zweiten und will, dass es niemals endet. Ja, es hört nach dem dritten auf, aber die sind alle drei großartig. Der dritte legt nochmal richtig zu, wie ich finde. Der erste ist super, der zweite, also die Passage-Trilogie von Justin Cronin ist ich habe es ja nicht so mit Trilogien, ist eine großartige Trilogie. Justin Cronin, der ist auch Professor, glaube ich, für Anglizistik oder so irgendwie, schreibt großartig. Horror auf sehr, sehr hohem Niveau. Schön, dass du das liest, finde ich sehr gut. Chrissy hat sich den Quendel auch schon gekauft. Sehr gut. Genau, alles klar. Alle Quendel lesen, sagt Thorsten. Oh Gott. Ja, genau. Gamse schreibt, bei Quendel bin ich noch zwiegespannt. Leseprobe konnte mich nicht überzeugen. Also ich habe jetzt schon so viel zu Quendel gesagt. Ich möchte jetzt ja auch nicht so weiter eingespannt werden. Ich fand's toll. Wortfieber. Ich habe Quendel auch schon gelesen. Dank dir. Nee, auch schon dank dir geholt und schon reingelesen. Schön. Ich hoffe, es gefällt dir. Wird Quendel fortgesetzt? Quendel, der zweite Quendel-Teil, erscheint nächstes Jahr im Herbst. Ist aber schon fast fertig, oder ist zumindest schon in weiten Teilen geschrieben, kommt nächstes Jahr im Herbst. Thorsten, bewirbt mal wieder Swansong. Alles klar. Was hast du so von Chuck Palahniuk gelesen? Fragt Eihan. Ah, dich habe ich auch schon mal gesehen. Von Chuck Palahniuk habe ich... Ach, die Titel, ey, ich habe es nicht so mit Titeln. Wie hieß das denn? War aus... Also ich habe dieses Malbuch von Fester angefangen zu lesen und irgendwas mit Hölle, ich weiß es nicht mehr. Dieses Chuck Palahniuk, irgendwas mit Hölle, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, scheiße. War aber gut, hat mir gut gefallen. Unbedingt Passage-Trilogie, super richtig. Jenny und Thorst unterhalten sich sehr schön. Köder, genau, Köder, war das aus dem Fester Verlag. Danke, Eihan, das habe ich hier und habe da mal reingeblättert. Ramona oder Litera schreibt, Quendel ist bisher sehr ruhig und auch die Sprache ist nichts zum einfach weglesen. Das stimmt sich auch so. Aber die schuldigen Quendel sind mir schon sympathisch, finde ich auch. Hoffe aber, dass die Story so langsam etwas Fahrt aufnimmt. Ich kann überhaupt nicht lesen. Das dauert eine ganze Weile und so richtig Fahrt, ich habe, glaube ich, in meiner Rezension gesagt, das ist was für Tolkien-Fans und das stimmt. Also so richtig rasant wird es nicht. Thorsten fragt, kennst du John Saul? Nee. Wer ist das? Kenne ich leider nicht. Empfiehl mir mal ruhig was.
Bonsai von Palahniuk habe ich angefangen, klasse. Okay, ich schreibe mir jetzt auch direkt mal auf. Ich fand den ja schon sehr strange, den Palahniuk, aber ich finde auch, das ist relativ hohes Niveau, auf dem er schreibt, da muss man sagen. Was liest du eigentlich gerade? Tatsächlich nichts. Ich habe nämlich gestern mit einem Buch aufgehört und habe gestern auch erst neue Bücher bekommen und fange heute mit einem neuen Buch an. Das ist Michael Lamo. Hallo Michael Preißel, wenn du noch da bist. Sleepwalker von Michael Lamo. Da fange ich heute mit an. Michael, bist du noch da? Dann sag mal was. Okay. Würdest du was Schönes auf dem schönen Keyboard spielen? Das geht nicht parallel. Tut mir leid. Das ist zu viel Arbeit. Aber ich versuche es beim nächsten Mal irgendwann mal. Ich versuche noch mal so ein Video zu machen. Chrissy, oh Gott, John Saul, den habe ich etwas gesuchtet als Teenie. Ich kenne ihn trotzdem nicht. Liest du immer ein Buch, fragt Dave, nach dem anderen oder auch mal parallel? Nee, ich lese immer eins zur Zeit. Ist mir sonst zu durcheinander. Ich fand bei Justin Cronin die Taschenbuchschrift Größe tödlich. Ich habe die Hardcover, aber da war das Papier sehr, sehr dünn, kann ich nur sagen. Das ist, wenn die Schrift zu klein ist, kann schon nerven. Eihan schreibt, Bonsai ist so schwer zum Lesen, aber lohnt sich. Ja, Palahniuk ist nicht ganz einfach. So, Toto, John Saul ist ein US-amerikanischer Schriftsteller von Horrorromanen und Psychothrillern. Mit Psychothrillern kann ich nichts anfangen, lese ich sehr, sehr selten. Obwohl auch da, irgendjemand hat es von angesprochen, Frau Dohle ist eher ein Psychothriller und den fand ich gut. Michael, hallo, schön, dass du noch da bist. Also Michael Lamo lese ich gerade, wer das weiß, ist aus seinem Verlag das Buch. Kokuri Ruby, schön, dass du auch da bist. Bonsai war die Hölle, Scholz. Sie liest sich, als wäre es mit Google übersetzt worden. Oh, scheiße. Auch wenn es dadurch schon wieder cool war. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, weiß ich nicht. Ich kann auch nicht viel Palahniuk lesen, glaube ich. So 2 im Jahr reichen mir, das ist mir einfach zu abgespaced. Aber Yvonne, ich weiß, dass du auch dieses Höllenbuch gelesen hast. Vielleicht kannst du mir noch mal sagen, wie der Titel war. Ich habe es nicht vergessen. Lese Bonsai auf Englisch. Oh Gott, englische Bücher ist mir zu anstrengend. Ich habe riesen Respekt vor jedem, der Bücher auf Englisch liest. Mein Cousin liest Bücher auf Norwegisch. Ich kann das nicht. Tut mir leid. Das ist mir zu anstrengend. Ich habe dann immer Angst, dass es mir zu anstrengend wird. Ich habe es einmal versucht und es war einfach nicht meins. Der Fragenstrom ist versiegt. Wie viel Uhr ist eigentlich? Wir haben auch schon 19 Uhr. Ich glaube, es ist Zeit, das jetzt hier zu beenden. Komm noch, hieß das verflucht, Yvonne? Hieß das verflucht? Ja, das kann gut sein, dass das verflucht ist. Es geht noch um Schapalanjak. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Hat jemand noch spontan was? Ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden. Ich fange da bald mit an, weil immer weniger Lieblingsautoren übersetzt werden. Ja, da, Chrissy, da hast du recht. Ich habe in letzter Zeit echt auch so heftig suchen müssen nach Büchern, nach Horror und Fantastik auf Deutsch und habe ganz, ganz schwer nur was gefunden. Und von den Sachen, die ich gefunden habe, war ganz schön viel Ausschuss dabei. Finde ich total schade. Das Buch heißt Verflucht. Kühe, das kann eigentlich nur von Dave kommen. Nee, Kühe habe ich noch nicht gelesen. Soll ich das? Lohnt sich das? Was sagst du? Du weißt, dass ich nicht so der Extrem-Horror-Fan bin, ne? Achso, weil es jetzt ein paar Mal gefragt wurde, sage ich das jetzt nochmal zum Abschluss. New York 2140 von Kim Stanley Robinson, da habe ich ganz große Erwartungen reingelegt, weil Aurora ein tolles Science-Fiction-Buch war und ich mich auf die Story von New York 2140 wahnsinnig gefreut habe und so enttäuscht war. Wer Lust hat, da ist ab morgen die Rezension auf dem schriftlichen Blog online. Also die ist jetzt relativ negativ. In letzter Zeit waren es ein paar negative, sollte wieder aufhören. Warum nur eine halbe Stunde? Warum? Ich habe gedacht am Anfang, ich wollte es einfach mal nicht so lang machen. Solange noch Fragen kommen, mache ich jetzt auch noch nicht aus. Michael schreibt, Sleepwalker fand ich das Buch von Lamo, sage ich jetzt aber nicht, weil es von Moodle Press kommt. Nee, natürlich nicht, Michael, das hat ganz andere Gründe. Ich habe es da liegen, ich fange heute mit an. Ich bin mal sehr gespannt darauf. Ich wollte dich übrigens, Michael, mal fragen, wann da so ein paar Bestellungen ankommen. Das mache ich jetzt nicht hier im Livestream. Dave schreibt, ist schon ein bisschen grenzwertig. Also wenn du, Dave, sagst, es geht um Kühe, nehme ich an,
Von wem ist das eigentlich Edward Lee? Weiß ich nicht. Wenn du sagst, das ist grenzwertig, ist es für mich, glaube ich, zu viel. Gamse schreibt, oje, schade, mit New York 2041 werde ich von der Liste nehmen. Es ist tatsächlich unerträglich langweilig und es passiert überhaupt nichts in diesem Buch. Und das auf 800 Seiten. Das ist heftig. Aber das ist wie vorhin der, weiß ich nicht mehr, wer es war, gesagt hat, mit S. Es kann, sowas kann passieren. Es gibt ein Buch, was für den einen eine Aneinanderreihung von Längen ist und für den anderen ist es super unterhaltsam. So unterschiedlich sind die Geschmäcker und das ist auch gut so, finde ich. Kühe ist von Stokoe. Kenne ich jetzt aber auch nicht. Stokoe? Ja, okay. Ansonsten habe ich, ich danke übrigens jetzt hier für den Tipp mit den Büchern, mit dem unterschwelligen Horror. Das finde ich eine super Idee, weil ich ja gesagt habe, dass ich das gerne mag. Da muss ich mal ein bisschen auf die Suche gehen und vielleicht finde ich da was. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, die ihr da draußen rumschwirrt. Es ist jetzt bald Ferienanfang in vielen Bundesländern. Ein paar haben schon Urlaub. Macht ihr Urlaub? Geht ihr weg? Schaut ihr überhaupt BookTube? Soll ich mir da überhaupt die Mühe machen oder sind viele weg? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist das im Sommer sowieso nicht so einfach für euch? Wie seht ihr das? Wie heißt das andere? Aurora? Ja, das andere Buch von Kim Stanley Robinson heißt Aurora. Christi, ist keine Welt, heute gab es Zeugnisse. Ich hoffe nicht für dich, aber ich glaube, du bist auch nicht mehr in der Schule. Ne? Ich schaue jedes Jahr, vielen Dank. Ruth zockt, schreibt, ich schaue immer BookTube. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Mario schreibt BookTube, sehr gut. Toto liest nur eine Woche Venedig. Oh, Toto, Thorsten, du fährst nach Venedig. Das finde ich ziemlich cool. Machst du bitte da schöne Fotos, ne? Möchte ich dann sehen. Ja, sehr gut. Heute ist hier letzter Schultag. Ich bin mal im August weg. Wo kommst du her, René? Aus welchem Bundesland, dass ich das weiß? Also Nordrhein-Westfalen ist erst in 2 Wochen. Sarah schreibt, ich gucke im Sommer genauso viel BookTube wie sonst, nur dann halt abends, wenn ich im Sommer viel draußen bin, weil ich im Sommer viel draußen bin. Ne? Das ist sehr gut, finde ich gut. Ich bin da, schreibt Wort viel bei GS über Weihnachten und Silvester weg. Boah, wie hältst du das so lange aus ohne Urlaub? Verstehe ich gar nicht. Videos kann man ja auch noch 2 Wochen später nachschauen, hast du recht. Und nein, mein Sohn hat sein Zeugnis bekommen, versetzt. Ja, das ist schon mal wichtig. Ich kann mich an ein Jahr bei mir erinnern, da stand dieses Wort nicht unterm Zeugnis. Robert fliegt Mitte August zum Science Fiction World Con nach Kalifornien. Och, geil, Robert. Ja, schreib's doch nochmal. Ja, schreib es doch nochmal, weil wir fahren alle nicht dahin. Ja, finde ich cool, dass du das machst. Mach Fotos und da bin ich gespannt drauf. Oder Videos. Übrigens an dieser Stelle, Robert Corvus macht tatsächlich teilweise ganz interessante Videos aus der Sicht des Schriftstellers, der er ja ist. Das lohnt sich. Soll ich jetzt alle anderen auch sagen? Chrissys kleine Welt macht tolle Videos. Toto macht tolle Videos. Sarah macht tolle Videos. Ramona macht tolle Videos. Eigentlich alle BookTuber, die hier sind, jetzt mal ohne Scheiß, klingt jetzt schmierig. Alle, die ich jetzt hier sehe, machen coole Videos. Das freut mich. Das ist nicht jeder so. Ich finde nicht, dass jeder tolle Videos macht, aber die hier sind, finde ich, machen gute Videos. Muss ich jetzt sagen. Ich sage es aber auch, weil es so ist. Ich fahre dieses Jahr, schreibt Sarah, wohl nur im Juli nach Paris. Oder kann es heiß werden im Juli in Paris, aber Paris ist immer geil. Paris ist immer eine Reise wert. Finde ich super. Robert schreibt, er wollte noch mal einen draufsetzen, der Heini. Er fährt mit Bernhard Hennen wahrscheinlich nach Kalifornien. Alles klar. Du bringst mir dann bitte etwas mit, ne? Das wäre sehr schön. Ich war ja gerade im Urlaub, glaube ich. Jetzt, um das Ganze mal abzukürzen, gibt einen Film über die Zeit, in der ich im Urlaub war. Das war letzte Woche. Auf Lanzarote fand ich auch sehr schön. Was ich nicht so mag, sind die Temperaturen hier, aber ist was anderes. BookTube, schreibt Mario, hat eine Wendung genommen. Viele machen nur noch Werbung und Rezensionsexemplare. Das stimmt, es ist ziemlich kommerziell geworden, aber auch das wäre ein Thema für ein nächstes Video. Und da ich das erst seit 3 Jahren mache, kann ich über die Entwicklung relativ wenig sagen. Das ist halt einfach so. Aber ich schaue mir das auch mal an. Und er trifft dort wahrscheinlich auch noch Stephen King, schreibt Chrissy. Ja, Robert, wenn du Stephen King siehst, bitte bring mir ein Autogramm von ihm mit. Bitte mach das. Wenn du das hinkriegst, dann finde ich dich ganz toll. Dann kriegst du Kekse und Donauwellen und Bananensaft. George R. R. Martin. Robert Corvus trifft nicht Stephen King, sondern George R. Martin. Alles klar. Okay, jetzt haben wir 19:08 Uhr.
Gibt es noch irgendwas, was ich mitteilen möchte? Nee, ich mache jetzt noch mal eine Frage an euch. Ich lalle ziemlich viel, finde ich. Das tut mir irgendwie leid, ist aber so. Das war jetzt mein erstes Live-Video. Ist das so in eurem Sinne? Findet ihr das so gut mit den Fragen und den Antworten? Das geht ja irgendwie relativ schnell hintereinander. Ich glaube, ich habe auch nicht alle Fragen beantworten können. Ja, doch, ich lalle wohl, Chrissy, weil ich zu schnell rede. Sarah schreibt, sie macht BookTube seit 7 Jahren und Rezensionsexemplare hatten wir alle seitdem schon ständig. Der Unterschied war nur, dass vor 7 Jahren noch niemand dafür bezahlt wurde. Ja, da ist bestimmt was dran. Wortfieber schreibt, noch eine Abschlussrunde auf dem Keyboard. Das da ist ein Master-Keyboard, da sind gar keine Klänge drin. Ich kann da jetzt nichts drauf spielen. Ich mache es aber vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal schreibt Hazelnut. Wer ist denn Hazelnut? Sag mal, ein paar von euch, seid ihr auf Facebook irgendwie? Weil ich komme mit den Namen, ich kenne die Namen hier gar nicht. Ja. Robert schreibt, ich finde, du solltest während des Videos etwas singen als Kulturteil. Nein, das sollte ich nicht. Dann geht nämlich das Internet kaputt, wenn ich hier anfange zu singen. Hast du vor, nochmal Live-Videos zu machen, schreibt Erik Feistauer. Wenn euch das hier gefällt, mache ich das auf jeden Fall nochmal. Wahrscheinlich nicht jede Woche oder so, aber wenn hier was los ist, finde ich das auch super. Macht mir Spaß. Also ich beantworte gerne die Fragen. Hätte auch nicht gedacht, dass so viel los ist. Mache ich gerne nochmal, glaube ich. Finde ich ganz gut. Auch mit Gästen soll ich das machen, schreibt Chrissy, mache ich. Ich fand das sehr gut, schreibt Dennis. Dennis, ich danke dir. Ich würde sagen, jetzt habe ich schon 40 Minuten. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Schreibt mir gerne, ob ihr irgendwie ein bestimmtes, in so einem Live-Video mal ein bestimmtes Thema haben wollt oder ob ihr einfach Frage-Antwort machen wollt oder ob ich irgendwie was Bestimmtes erzählen soll. Das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben oder per E-Mail oder auf Facebook. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht, glaube ich. Also, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Es war großartig. Ihr habt meine Premiere toll begleitet und mich da durchgeführt. Finde ich super. Hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Abend. Toll, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.